So Leute, ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Misimse, Ibimse, I'm the Master. Hi. Hi. Vergisst du, was ich gesagt habe? Willkommen zurück. Hey, willkommen. Heute an weiter diesem Montag in der Aufnahmesession. Und wir gucken uns den ersten Sim ein, der in dieser Woche einziehen wird. Also neben Flipper. Weil die haben wir ja schon letzte Woche eingeladen. Wir gucken uns den ersten Sim an, den wir einladen werden. Und dann beginnen wir mit den Aufgaben. Das ist Dr. F. Das ist fucking Dr. F. Das F steht für Roboter. Das F steht natürlich für Roboter. Oh Gott, mein Name ist Dr. F. Das F steht natürlich für Roboter. Komm, jag meine Stadt in die Luft. Ja, das ist der erste Schritt in der Erschaffung der Domino-Schuhe. Ich warte hier, bis du mein wunderbares Labor gebaut hast. Okay. Das wird aber noch ein bisschen dauern, Dr. F. Dafür will ich erstmal wieder ein paar Aufgaben durchhaben. Damit fangen wir jetzt auch an. Wir haben einiges zu tun, um unser 5-Sterne-Level halt voranzutreiben. Der Balken ist leer. Wir können ja mal mitziehen, wie viele Aufgaben wir haben, ja? Wir fangen mit der Aufgabe von Victor Vector, damit die Spielhalle durch ist. Wir fangen nicht damit an, denn ich weiß gerade nicht, wie die Kombi aussah. Die muss ich gleich nochmal nachgucken. Wir fangen an mit Küchenchef Watanabe, der eine Badewanne haben möchte. Eine Sanduhr-Badewanne. Machen wir. Haben wir die schon mal gebaut? Äußerst schniekes Ding. Ja, Leute. Das ist eine... Das ist eine Uhr, wie sie im Buche steht. Ich finde die Idee nett. Und ich finde es auch super, wo meine Maus ist und das Spiel halt mich hinlotst. Weil allein die Sanduhr hier hat schon mehr Krabben, als ich brauche. Okay, wir können ja einfach mal rein spammen. Das macht, glaube ich, die Sache ganz angenehm. Ja, das läuft besser. Na gut, der alte My Sims, geh da bitte hin. Hatten wir schon mal eine Sanduhr-Badewanne gebaut? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Wenn ja, dann tut es mir leid, dass wir die einmal Standard bauen. Wenn nein, dann hi. Ihr habt die, wie sie aussieht halt, ne? So viel muss dann sein. Ist eine nette Idee. Ups, falsche Taste gedrückt. Ich will eigentlich die Kamera drehen. So. Ich weiß leider nicht an der Stelle gerade erwähnt, wie das Wasser da drin bleibt, aber das Wasser bleibt einfach da drin. Also, es ist Magie. Wie viele Krabben haben wir eigentlich? 52. Eventuell sollten wir gleich nochmal Krabben suchen gehen. Die Frage ist, in welchen Farben malen wir die Badewanne? Ja, dafür, dass wir hier so... Welche Muster haben die? Sind beides Krabben. Weil das Muster gefällt mir eigentlich. Das harmoniert gerade so oben mit der Kante, vor allem hier. So. Das ist immer noch das, was ich am meisten hässlich finde, wenn du zwei Blöcke so nebeneinander hast. Das sieht meistens kacke aus. Weil ich mich gerade frage, wenn ich, oder ist der zu dick? Nee, ist er nicht. Sorry, dann sparen wir uns den mal. So. Ja, warum auch nicht? Dann harmoniert das mit dem Muster besser. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde ich sagen, machen wir oben immer rot und unten immer orange. Also dieses, Alter, das Spiel. So läuft es wieder flüssig. Ja, das ist das Spiel, wie ich liebe. Flüssig. Hey. Und jetzt? Ruckeln. Hui, Alter. Okay, wir gehen wieder weg. Ich weiß nicht, je größer das Symbol ist irgendwie, desto schwieriger wird es, das Ding halt zu steuern. Jetzt haben wir alles, aber wir machen trotzdem hier voll. Wie gesagt, wir gehen echt immer neue holen. So, damit haben wir die Bannerwelle fertig. Ich mag sie vom Style her, die ist schick. Weil ich sagen könnte, eigentlich so wäre auch schick.
Ich möchte gerne das Muster da haben. Das hat schon irgendwie was, das Muster. Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist ein super Muster. So. Und warum brennt meine Glühbirne hier noch zu Hause? Die Glühbirne, die halt nachts nur leuchtet, die ist extra für angemacht. Also ich habe zu Hause bei mir eine Glühbirne, die läuft auf Zeit. Es geht eigentlich nur darum, dass wenn mal keiner zu Hause ist, es gibt ja auch Nächte, wo keiner hier zu Hause ist, ne, geht diese Glühbirne halt automatisch mal so um 2:30 an. Ne? Als wenn ich auf Toilette gehe, als wenn jemand zu Hause wäre halt, ne? Einfach nur aus Angst vor Einbrechern und so. Hey, das ist das Beste, was man machen kann. Zu Hause geht Licht an. So. Hey, ist echt das Beste, was es halt gibt, ne? So, das wird jetzt das komplexere Problem sein. Ich weiß nämlich nicht, wie ich diese Figuren anders bauen soll später. Mir wird da schon was einfallen. Aber das ist schon eine coole Idee mit den Figuren. Die es ja auch in die Wii-Version geschafft haben, aus irgendeinem Grund. Ich frage mich gerade, ob es alle Bauobjekte, die es gibt, halt auch in der Wii-Version gibt. So, die Ohren dürfen nicht vergessen werden. Die Füße können wir schon mal platzieren. Der Unterleib, dankeschön. Haben wir wieder ein bisschen Freiraum für andere Teile. Die Arme tun wir schon mal dahin. Und dann fehlt nur noch diese Spitze und dann haben wir alles. Da haben wir sie. So. Ist der schon fertig? Nee, ist er nicht. Er braucht noch die Hände. Dann ist er fertig. Zack, zack und... Zack und zack. Ich bin K.O. Ich mag die Statue, sie ist super. Immer guckt euch das Ding mal an. Ja, und dann kriegt das Ding auch noch 2 Ohren. Hier. Es ist eine super Idee. Wie viele Teile sind da drin eingebaut? 20. Das wiederum ist nicht so knorke. Wir brauchen 22, ne? Wir geben ihm einfach noch Haare, die nach unten führen. So. Wobei ich zugeben muss, das sieht äußerst kacke aus. Andererseits können wir ja eigentlich auch nebenbei mal kurz... Einen Moment. Ist das passend? Jetzt sieht er... Oh Gott, Maser aus der Zukunft, wenn du das hörst. Denk mal an den Typen von Boku no Hero, der... rumschreit andauernd. Hab den Namen gerade nicht im Kopf. Das war er in seiner Jugend mit dem ersten Ansatz dazu. Deswegen machen wir die Haare auch blond. Das ist die Idee. So, wie viele Tiger haben wir und so? 20 Tiger. Ein Tiger ist natürlich hell. So, das ist das blonde Haar. So. Ist das dumm. Das sieht so dumm aus. Aber hey, wenigstens hat er jetzt eine Frisur auf dem Kopf, ja? So. Blonde Haar, dann kriegt er hier so einen Tigerstreifenanzug. Aber ein richtiger Kämpfer ist das, ja? Haben wir genug Tiger? Nein, einer fehlt uns noch. Okay, dann kriegt er noch Tigerschuhe. Dann ist er ganz blass. Er hat ganz viele Elefanten. So, grau, grau. Ja, ja, so, grau, 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 blüht Enzian. Kennt ihr das Lied? Ich hoffe, ihr kennt das Lied. Oh, geht auch pink? Oh, pink geht auch. Wir machen hier so pink. Die Sache ist die. Machen wir so. Das ist ein Kampfanzug und allem drum und dran. Ja, Mann. Das bestaussehendste Dummy, den es gibt. Geeignet für Kampfkünste. Gut. Gabi will einen Friseurstuhl oder Salonstuhl. Den machen wir auch zum ersten Mal. Ich weiß, dass der, glaube ich, keine 20... Oh, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Wir sollten mal so rumgehen.
Ich sehe da schon dieses komische Unterteil hier, das hier. Und dann sollten wir ruhig so umgehen können. Eigentlich. Das brauchen wir nur einmal. Das brauchen wir auch nur einmal. Jetzt tun wir auch schon mal dahin. Holy moly. Ja, vielleicht haben wir doch genug Teile hier. Der Stuhl ist schon fertig. Da freut sich der Kunde. Das haben wir schon. Das brauchen wir noch. Können wir die auch schon einarbeiten? Ich glaube ja. Ist interessant, der Stuhl. Weil er auch so komische Teile verwendet halt, ne? Aber reicht das für 20 Teile aus? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe auch vergessen, wo wir Gabi hinplatziert haben. Gehen wir wieder weg. Den packen wir da oben drauf. Wir brauchen noch drei Teile. Nämlich aber das hier. Die Haube. Finde ich gut, dass die das so eingebaut haben. Oh, und wir brauchen mehr als drei Teile. Aber ich glaube, wir haben die 20 Teile komplett. Oder? Haben wir 20 Teile? Oh mein Gott, wir haben genau 20 Teile. Das ist super. Das ist echt super. Da freue ich mich, dass wir dann weniger Probleme beim Ausmalen haben. Müssen wir uns merken, dass so ein Salonstuhl nur 20 Items ist. Weil wir werden, glaube ich, später noch einen bauen müssen. Machen wir dem mal Standbein rot. Wir sagen auch von wegen, dass der Sitz rot ist. Sagen wir, das ist pink. Und das machen wir wiederum rot. So. Die Armlehnen rot. Dankeschön. Das Gehäuse ist pink. Das bleibt auch dabei, dass es pink ist. Und das. Hui. Gut angemalt. Das ist Kunst, Leute. Das ist Kunst. Das da oben sieht äußerst komisch aus. Egal, das nehmen wir so. Gabi nimmt das schon. Wir wollen natürlich hier irgendwie schöne Sachen haben. Oh, wir bauen heute ordentlich, Alter. Wir auch heute ganz viele neue Sachen haben. Wendelin, will einen Herd haben und einen Kühlschrank. Das machen wir später. Weil da müsste ich noch Augen farmen. Die habe ich noch nicht komplett. Grüne Augen. Wir haben zwar hier noch einige, aber ich will immer ein paar in der Hinterhand haben, falls wir ein bisschen mehr brauchen. Brauchen irgendwie 10 Augen für beide Teile und da bin ich kein Fan von. Also, an Aufgabe arbeiten geben wir... Warte mal, Pippi Herzblatt war das Teeservice. Ah Gott, also Tisch mit zwei Stühlen halt. Kopf die Junge. Ein Sofa und ein Stuhl. Machen wir einen Stuhl und einen... machen wir einen Sessel und ein Sofa. Wir nehmen dazu das Standardsofa. Okay, wie bauen wir ein Sofa? Wir müssen auch überlegen. Wir haben hier die Frontalleiste. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, die hier nehmen. Haben wir dann? Ja, da haben wir noch einen Freiraum drin, ne? Genau. So. Bauen wir ein Easter Egg rein, ja, Leute? So, dann bauen wir das ein so hoch. Ja, genau. Okay, das wäre die eine Seite. Die andere Seite, ohne die andere Seite müssen wir ein bisschen höher bauen, ne? Ich glaube schon. Gerade die Tastenkombination zu vergessen. So. Das heißt, dasselbe bauen wir aber auf der Hinterseite. Nur ein bisschen anders. Nämlich brauchen wir dafür die hohen Leisten. Weil immerhin ist das ja hier ein hohes Sofa. Und um ein hohes Sofa zu bauen, müssen wir natürlich erstmal was darunter platzieren. So. Ich glaube, das sollte helfen. Es geht ja nur fürs Aufbauen halt. Danke. Warum nicht gleich so? Warum gibt es diesen Springmodus eigentlich? Ich weiß es nicht.
Frage ist ja gerade. Mit welchem Zweck wir das hier so zumachen? Wir machen es erstmal zu. Und dafür muss... Das brauchen wir auch noch. So, und... Da, leg dich drauf. Danke. Das bleibt am Ende so da drauf. Das ist wichtig halt. Das ist der Plan. Die Frage ist halt... Wir brauchen halt noch, halt, Moment. Weil eigentlich sieht man das im Endeffekt nicht, ne? Wir machen kurz den Bauplan aus. Man sieht das halt im Endeffekt echt nicht. Nö, man sieht's einfach nicht. Irgendwie ist dieses Sofa schlechter geworden als geplant. Es sieht nicht super aus, bin ich ganz ehrlich. Problem ist aber auch gerade, dass dieses Baumodus hier ist einfach... Das ist das Problem, was ich an diesem Baumodus habe. Man kann die Kamera halt nicht weit genug irgendwo hin bewegen. So, spring mal oder gleit mal. Kriegt man natürlich nicht dazwischen reingebaut. Da, doch, kriegt man. Danke. Und dann fällt mir ein, dass das falsch ist. Dass wir die Dicken einfach nehmen können dafür, ne? Ja. Okay. Hätte ich von Anfang an machen müssen. Ich sehe gerade, dass ich das falsch platziert habe. Ist auch okay. Das da nicht reinplatziert. Machen wir so. Oh mein Gott, man sieht es doch, wenn ich das auflasse. Hier vorne. Okay, wir machen das zu, aber nur teils. Dass man es halt nicht sieht. Ach, dieser Baumodus, ey. Also, manchmal ist der Baumodus echt schön, aber der ist echt manchmal auch kacke. So. Manchmal irgendwas reinzukriegen, ist manchmal echt objektiv betrachtet zu schwierig. Dann bauen wir schon mal hier Farbe rein. Nämlich eine... Wir müssen Traurigkeit einbauen, ne? Genau. Nehmen wir das hier, das Graue. So, dann gehen wir zurück im Baumodus und brettern die nächsten Bretter drauf. Dankeschön. Wobei, ja doch, die bleiben drauf. So. Dann sind die Bretter drauf und dann kommt das da vorne dran. Und dann sollten wir eigentlich schon die Couch fertig haben. Genau. Setzen die Leisten hier noch dran und dann haben wir das Sofa soweit fertig. Von der Grundform her, das bringt mich auf eine kleine Idee. Immerhin bauen wir ja immer noch hier fleißig weiter an unserem Objekt. Dem vorletzten in diesem Part. Da wird der Part aber ein bisschen länger. Aber das finde ich eine nette Idee mit dem Röhrchen dazwischen. Dann sind wir so eine Rohrreihe oben drauf. Müssen halt nur darauf achten, dass wir gleich den Sessel genauso bauen. Damit wir auf jeden Fall halt ein Muster haben, ne? So. Ich finde, das hat was. Hat hier unten schlecht angefangen, aber hat sich gut am Ende noch etabliert. So. Das ist ein hellblaues Sofa. Ich weiß nicht, warum Gruftjunge unbedingt ein hellblaues Sofa möchte. Aber in dem Fall machen wir ihn eins einfach. So, so. Gehen wir ein bisschen weiter weggehen. Damit auf jeden Fall das Spiel mitkommt. Dann müssen wir gleich noch ein paar Traurigkeitsessenzen farmen. So, die machen wir grau, 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 grau. Fällt gerade mal so ein.
Wäre es nicht klug, wenn wir hier hinten das auch einmal mit dem Röhrchen machen? Jawohl, die sieht man nicht so wirklich. Das ist ein äußerst seltsames Sofa. Moment, können wir die Polsterung nicht einfach eine andere Sache nehmen? Na, so können es dunkel machen. Dunkle Polster. Wir können auch dunkle Röhrchen nehmen. Das sollte ja trotzdem von der Masse her ausreichen. Wenn wir jetzt nochmal Traurigkeit nehmen und hier die Füße anmalen in einem Grau, weil das ja das Gestell ist. Du machst das. Sehr schön. So. Und das müssen wir uns merken. So bauen wir halt auch das, den Sessel. Holy moly. Gut, Leute. Aber die Sache ist die. Die Zeit wird knapp. Wie der Sessel aussehen wird, sehen wir im nächsten Part. Und der Rest, den wir noch bauen müssen, sehen wir auch im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis dahin habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa la vista, baby.